Moin Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Heute zeige ich euch das Getränk, das mich durch mein Studium gerettet hat, nämlich Masala Chai. Für das Masala Chai braucht ihr 500 ml Wasser, 500 ml Milch, 2 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Assam-Tee, 1 Teelöffel Ingwer, ein großes Lorbeerblatt, 5 Nelken, 5 Kardamomkapseln und 2 Zimtstangen. Heute zeigen wir euch, wie wir Chai zubereiten. Ich sag wir, aber Imrani ist gar nicht da. Ich darf das alleine machen, ausnahmsweise mal. Als erstes machen wir unsere Herdplatte an, weil wir unsere Gewürze anbraten werden. Als erstes nehmen wir unser Wasser und lassen es schon mal langsam kochen, dass es schon mal ein bisschen an Hitze gewinnt. Wir machen so viel, dass wir ungefähr 1 Liter Chai bekommen. Dann nehmen wir unsere Gewürze. Wir haben heute dabei Zimt, Sternanis, Elatsch oder Kardamom, Nelken und ein Lorbeerblatt. Den Ingwer werden wir nicht mitbraten, der kommt später ins Wasser rein zum Kochen. Diese Gewürzmischung ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Bei uns zu Hause trinkt man das so. Manche machen auch noch zum Beispiel schwarzen Pfeffer rein. Wir machen es so, probiert es aus. Wenn ihr es anders macht oder euch was besser gefällt, schreibt es uns gerne in den Kommentaren, dann probieren wir es zu Hause auch mal aus. Wir machen das jetzt hier in die Pfanne, um es ein bisschen anzurösten, damit wir so ein leichtes Röstaroma noch kriegen. Sobald ihr merkt, dass sich da so ein leckerer kleiner Geruch entwickelt, ja, immer fleißig riechen, wisst ihr, dass es fertig ist. Wir lassen das jetzt erstmal einen Moment stehen, gucken, dass hier alles läuft. So, machen wir mal den Geruchstest. Es riecht schon sehr, sehr lecker. Schaut es euch mal an. Es hat auch schon ein bisschen an Farbe gewonnen. Wir machen das Ganze jetzt in den Mörser. Das müsst ihr nicht machen. Ihr könntet die Gewürze auch so, wie sie sind, in den Tee machen. Ich mache das ganz gerne, damit die ein bisschen an Oberfläche gewinnen und noch mehr von ihrem Aroma abgeben. Ihr könnt aber auch alternativ das Ganze in eine Kaffeemühle machen oder anders zerkleinern. Oder ihr gebt es einfach so, wie es ist, in das Wasser. Das bildet schon langsam kleine Bläschen, das heißt, da können wir das Ganze jetzt reinmachen. Das Wasser muss jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht kochen, muss einfach nur heiß sein. So. Jetzt kommt unser Ingwer, machen das rein. Und das Ganze lassen wir jetzt ungefähr 5 Minuten köcheln, damit sowohl die Gewürze als auch der Ingwer ihren Geschmack abgeben. Und dann kommt der Tee dazu, damit wir unser Aroma bekommen. So, schau es mal an. Wir kriegen jetzt nämlich eine richtig gute Farbe. Ihr seht schon, ohne dass wir Tee drin haben, gewinnt das Wasser schon so eine goldgelbe Farbe. Das ist das Zeichen, dass wir alles richtig gemacht haben. Ihr könnt jetzt auch wieder den Geruchstest machen. Wenn der Dampf, der vom Tee kommt, schon stark nach den Gewürzen riecht, ist es ein gutes Zeichen, dass wir jetzt den Tee reinmachen können. Persönlich nehmen wir gerne Assam-Tee. Wichtig ist, wenn ihr das Ganze kocht, nicht zu lange. Das ist jetzt die kritische Phase. Nicht länger als 3 Minuten ungefähr, weil sonst wird das Ganze bitter. Wir lassen das jetzt hier kurz kochen, machen unseren Zucker dazu. Ihr müsst einfach wissen, wie viel euch da drin schmeckt. Ich mache mir jetzt 2 Esslöffel rein für die Menge, die wir haben, für knapp 1 Liter. Aber macht das einfach, wie ihr es am besten findet. So, wir rühren das um. Wenn ihr merkt, dass es jetzt schon wieder kocht und ihr wisst, okay, es ist ungefähr so 1,5–2 Minuten drin, dann kommt als nächstes die Milch rein. Und wenn ihr die Milch reingemacht habt, lasst es einmal oder zweimal aufkochen. Das ist ganz wichtig, dass das Ganze sich schön vermengt. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich würde euch empfehlen, direkt ein Sieb bereit zu halten, damit ihr das Ganze auch absieben könnt. Und jetzt nehmen wir unsere Milch und machen die in den Tee. Lassen das Ganze noch einmal aufkochen. Macht dafür den Herd ruhig auf die höchste Stufe, die ihr habt. Und bleibt dabei, weil das geht jetzt relativ fix. Okay Leute, langsam tut sich was, das Ganze kocht auf. Das ist der kritische Moment, bleibt dabei, damit es euch nicht überkocht. Aber es muss schon einmal richtig aufschäumen. Dann habt ihr nämlich auch noch so einen kleinen cremigen Faktor da drin. Jetzt geht's los. Rührt ruhig gerne nochmal um, während es passiert.
Aber diese Schaumbildung ist genau das, was wir haben wollen. Und wenn es fast schon am Überschäumen ist, dann könnt ihr es vom Herd nehmen. Und dann könnt ihr es in eure Teekanne füllen. Ich bin nicht der Größte im Schütten, aber wir gucken mal, was passiert. Ja, das sieht doch gut aus. Den Teebeutel oder das Sieb nehmen wir raus. Wir wollen ja, wie gesagt, nicht, dass unser Tee zu bitter wird. Und damit ist eure Masala Chai eigentlich schon fertig. Durch den Ingwer, den Zucker und die Gewürze ist der super, super anregend. Also wie gesagt, ich habe den in meiner Diplomarbeitszeit getrunken und der hat mich wirklich super effizient gemacht, aber auch dafür gesorgt, dass ich 5 Kilo zugenommen habe. Also insofern, wenn ihr es kocht, seid vorsichtig mit dem Zucker und lasst euch schmecken. Zu unserem Chai passt hervorragend Pakoda, isst man sehr gerne als Streetfood in Indien, die Kombi. Aber wenn ihr lieber ein kaltes Getränk mögt, dann checkt doch auch mal unser Lassi-Rezept aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann.